Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ist alles fit bei euch oder was? Immer wieder verrückt diese Anmod. Ihr seht es, ich habe 175 Level. Ich stand hier eine ganze Menge AFK und bin dann tatsächlich deswegen auch auf Bugs gestoßen, die diese Farm noch hat, die wir heute beheben werden. Erstmal, was ganz interessant zu sehen wäre, wir brauchen nie wieder, also wirklich nie wieder Wither-Skelettköpfe. Also das ist definitiv genug, aber ich behalte die Farm trotzdem, weil ungelogen, ich glaube, ich stand hier 3 Stunden und habe 175 Level aus 3 Stunden AFK stehen, was echt übertrieben viel ist. Die Knochen, die sind absolut am Eskalieren. Die Kohle geht, glaube ich. Kohle haben wir auch eine ganze Menge. Diese Minecart-Schienenstrecke funktioniert tatsächlich ziemlich gut, muss man sagen. Dafür, dass es nur Stuff ist, der nebenbei eigentlich reinkommt, ist es echt viel. Aber leider Gottes ist mir während der AFK-Zeit eine ganze Menge aufgefallen, die es an Bugs zu fixen gibt. Ja, die Farm hat tatsächlich Bugs, wusste ich auch nicht, aber leider ist es so. Denn ihr seht es ja, hier kommt ab und zu eine Lohe mit runter, wie man jetzt zum Beispiel gerade gut sieht. Und wenn man hier eine Stunde AFK steht, dann sind hier so um die 10 Lohen. Okay, und die Lohen boosten sich, sobald man schlägt, halt nach oben. Und wie auch immer schaffen die Lohen es, sich nach komplett da oben zu boosten, also wirklich nach komplett da oben, und what the fuck geht mit der Farm schon wieder ab, und schießen dann, weil sie dort oben sich hochbacken, in eine Ecke, in eine ganz, ganz verwinkelte Ecke, und schießen dann den Eisengolem ab. Der Eisengolem stirbt und danach schießen sie, irgendwas schießen sie da noch ab, was im Prinzip die Wither-Rosen, die ich jetzt übrigens schon neu geplaced habe dort, was die Wither-Rosen dort anzündet. Dadurch verbrennen alle Wither-Rosen, beziehungsweise nicht alle, aber viele. Dadurch wird die Farm uneffizient, die Mobs, die da drin spawnen, sterben nicht mehr, was halt alles einfach nur übelst scheiße macht. Und vielleicht hat man schon gesehen, dort befindet sich so eine Art Glasweg, denn die ganzen Minecarts fahren nicht mehr. Also, ich weiß nicht warum, aber irgendwann nach einer Zeit hört das Minecart hier einfach auf, sich zu bewegen. Also wirklich, es fährt einfach nicht mehr weiter. Und dann buggen die anderen Minecarts sich hier hin und her und hören irgendwann auch auf zu fahren, weil sie halt hier gegen dieses Minecart fahren, beziehungsweise gegen sich selber. Woran das liegt, warum sie so rumbuggen, weiß ich nicht, aber ich habe eine Teststrecke auf dem Singleplayer gebaut, die ich euch jetzt mal zeigen werde. Und zwar ist es diese hier. Ja, ich habe mal getestet, wie es eigentlich wäre, wenn da nur ein Minecart hin und her fährt, wenn hier nur 3 Powered Rails in der Mitte sind und der Rest normale Schienen sind und dieses Minecart und... Seht ihr das? Hä? Übrigens, genau so hat sich dann wahrscheinlich das andere Minecart immer auf die anderen Strecken gebackt. Aber dieses Minecart kann hier hin und her fahren. Das fährt in 5 Minuten. Seht ihr, wie das buggt? Guckt euch das mal an. Hä? Und das Minecart auf dieser Minecart-Schiene, innerhalb von 5 Minuten fährt das Minecart circa 5 Mal hier hin und her. Heißt, selbst wenn es stackweise an Stuff mitnimmt, kann es das hier locker einlagern. Das ist absolut kein Problem. Deswegen werde ich das heute so umbauen, dass im Prinzip nur dieses eine Minecart dort hin und her fahren wird und nicht mehr 4 Stück. Und ja, das ist halt übrigens auch das Gute an der Replay-Mod. In der Replay-Mod kann ich sehen, was während meiner AFK-Zeit passiert. Bedeutet, ich kann überall sehen, was im Prinzip in der Zeit passiert ist, wie es zu den Bugs gekommen ist. Und das ist das Gute, warum wir diese Bugs auch lösen können. Übrigens habe ich auch einen neuen Himmel. Ich habe mir jetzt mal so einen Realistic Sky besorgt, weil ich mir das einfach... Das ist einfach ein niceres Feeling so. Und ich dachte auch, für euch ist es wahrscheinlich nicer. Und deswegen habe ich den jetzt, ja. Bezüglich dem Luren-Problem, was wir ja haben, dass sie hier immer wieder hochfliegen, habe ich hier auch eine Lösung, und zwar einfach nur die Trapdoors. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das die Lösung ist, aber in meinem Testversuch, ich habe 2 Testversuche hier gemacht, dort sind die Lohen nicht wieder abgehoben und hochgeflogen. Wie es dann auf dem Singleplayer aussieht, müssen wir testen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es gut funktionieren wird. Leute, meine alte Maus war kaputt. Vielleicht hat man es in der einen oder anderen Aufnahme schon mitbekommen. Ich habe durch den Double bis zu Triple 5 Klicks gemacht, Alter. Also mit einmal klicken habe ich 5 Klicks mit einmal gemacht. Das ist, wenn du als YouTuber editierst oder Bilder bearbeitest oder sonst was, der größte Scheiß, der dir passieren kann. Und genau deswegen habe ich jetzt eben eine alte Maus, das ist meine allererste Maus, die ich jemals hatte. Also diese Maus ist über 5,5 Jahre alt, okay? Über 5,5 Jahre. Und ich benutze sie jetzt und sie läuft einwandfrei. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wenn ich klicke, hört mal. Okay, gut, dass es jetzt gerade nicht ist, aber manchmal ist es beim Klicken ziemlich laut, was mich sehr stört. Und hört mal, wartet. So scroll ich halt und das ist auch manchmal wahrscheinlich nervig. Aber sonst ist die Maus gut, ist eine Logitech G502. Sehr interessant übrigens, das Logitech Hub. Da gibt es im Prinzip so eine Software, Logitech Hub heißt die. Die speichert die Informationen, die du der Maus gibst, direkt in einem Speicher der Maus. Was übelst heftig ist eigentlich. Und du kannst dir auch alles mega nice einstellen. Hatte ich bis jetzt in keinem anderen Maus-Driver, kann ich nur empfehlen. Außerdem
Hatte ich heute Probearbeiten. Lief super, also wirklich, ich kann nicht viel dazu sagen, außer dass es super lief. Ich habe da meinen Job gut abgeliefert, muss ich sagen. Habe mich sympathisch mit den Leuten unterhalten, war auch alles übel sympathisch, war eine geile Atmosphäre. Das sind so 20-Jährige, die sind übel auf Zack, wir sind so auf dem gleichen Level circa und es macht einfach übel Fun, da zu sein und auch mit denen zu arbeiten so. Leider Gottes besteht die Firma aus, glaube ich, 20 Firmen insgesamt und da gibt es so eine Hauptchefin, die das im Prinzip entscheidet, ob ich da anfangen kann oder nicht. Und auf die Chefin muss jetzt erstmal gewartet werden bis Mitte Juni. Bedeutet, mein Kopf ist immer noch nicht frei von Sorgen. Ich muss immer noch Sorgen machen, dass die Chefin sagt, yo, wir nehmen den doch aus den und den Gründen nicht oder sonst irgendwas passiert und ich vielleicht den Ausbildungsplatz nicht bekomme. Gott, lass mich einfach Glück haben, bitte. Aber ich würde sagen, ich behebe jetzt hier erstmal die Bugs, baue diese Minecart-Schiene dort um und ich würde sagen, wir sehen uns in der Timelapse. Bis gleich. If my songs go pop, 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 what makes you think I'm not okay with that? I took my backpack off, 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 ready to change the game and run the track. Y'all thinking I'ma fall off? I'm Thomas the Engine. 2 seconds, you get your rocks off. That's why they said you're all soft. So I paint over the scene like I'm Bob Ross. I got weed songs, if you smoke good. I got peace songs, if you ain't so hood that you can't kick it, get it, have a party. Oh shit, homie, don't hurt nobody. Let your knees drop. Da sind wir schon fertig mit den kleinen Bugfixes. Jetzt geht's ans Hauptthema der heutigen Folge, denn wir wollen ja den Fahrstuhl noch bauen. Ich schätze mal, ich werde dann einfach diesen Mülleimer hier einfach nach da verlegen wahrscheinlich und hier kommt dann perfekt der Fahrstuhl hin, dass man hier hochgehen kann im Prinzip. Bedeutet, wir schnappen uns hier jetzt mal den Stuff und merken uns exakt diese Koordinate hier. Bedeutet, im besten Falle ist jetzt genau hier oben auf genau dieser Koordinate nur ein Bedrock-Block an der Decke. Ja, ich glaube, es ist wirklich so, wartet. Fuck. Hä? Man braucht dafür doch Leitern. Oh Mann. Das war. Ich habe gerade schon wieder alles verbrennen sehen. Moin. So, jetzt aber mit Leitern hier können wir theoretisch jetzt einmal. Ja, perfekt. Genau hier wollten wir hin. So. Jetzt geht das ganze Prozedere los. Ich würde sagen, ich baue hier jetzt kurz die Konstruktion hin. Und sobald ich den Knopf drücke, damit der Bedrock-Block zerstört ist, sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt hier das Ganze gemeistert. Und wie ihr seht, haben wir hier jetzt die Konstruktion. Theoretisch müsste ich, wenn ich den Hebel drücke, müsste das da unten jetzt komplett gefickt werden. Und das Bedrock müsste weg sein. Mal schauen, ob es funktioniert. Zack. Genauso sollte es nämlich aussehen. Und jetzt müsste hier drunter... Mist, doch nicht, wartet. Hier drunter, der Bedrock-Block ist zerstört. Aber, ich glaube... Oh, scheiße, Digga, ja. Ich glaube, wir haben uns durch zwei Bedrock-Blöcke durchgebackt, kann es sein. Ich will trotzdem diesen Fahrstuhl hier haben. Ich sehe das nicht ein, dass der Fahrstuhl nicht dahin kommt. Passt auf. Ich mache jetzt eine kleine Timelapse, okay? Ich werde jetzt hier drum alle Bedrock-Blöcke, ich weiß nicht wie viele, aber alle Bedrock-Blöcke zerstören, bis wir genug Platz haben, um diesen Bedrock-Block hier auch zu zerstören, okay? Deswegen, wir sehen uns gleich wieder und, ja... So Leute, willkommen zurück. Also, pass auf, wir haben jetzt hier das Bedrock durchbrochen. Das war viel zu viel Arbeit. Also ich habe es wirklich nicht so eingeschätzt. Ich glaube, ich habe insgesamt bestimmt 15 Bedrock-Blöcke zerstört. Ja, jetzt kann man hier aufmachen und kann dann hier runtergehen und ist dann im Prinzip unten. Ich habe jetzt vor, hier so eine kleine schwebende Base zu machen mit Glasboden, in die man im Prinzip reinfällt. Und dann kann man sich entscheiden, ob man im Prinzip runtergeht oder ob man über den Fahrstuhl weiter nach oben geht. Ja, aber bis zum Endergebnis ist es nicht mehr lang. Ihr seht jetzt nochmal eine köstliche Timelapse von den letzten Schritten hier, wo wir auch den Fahrstuhl gleich bauen. Das wird nochmal eine Arbeit, Alter. Ich wünsche euch viel Spaß.
Leute, damit willkommen zurück aus der Timelapse. Es ist jetzt jede Menge passiert, ihr habt ja gesehen, wir haben endlich dieses Projekt, dieses Wither Skelett Farm Projekt ist nach 5 Folgen, glaube ich, jetzt mittlerweile beendet. Wir haben es geschafft, wir sind komplett fertig hier, ab nächster Folge können wir uns wieder in die Oberwelt begeben. Es ist fucking insane, was hier draus geworden ist, also ich kann es wirklich immer wieder nur betonen, die Farm hier worked, also ich habe jetzt circa wieder 4-5 Stunden stand ich hier AFK und diese Bugs, die vorher aufgetreten sind, sind nicht aufgetreten, also scheinbar haben wir es mit den Trapdoors und mit dem System dort oben gefixt, bisher läuft alles normal, man weiß nie, was die Zukunft jetzt bringen wird. Was man dazu sagen muss, ich habe 177 Level, die sind komplett neu. Ich bin einmal zwischendurch gestorben und dann waren alle Level weg. Und die habe ich jetzt im Prinzip dadurch, dass ich hier komplett neu AFK stand. Und daher kommen die 177 Level wieder. Aber ich war wieder kurz auf 0, weil ich halt gestorben bin. Nur als kleine Information. Ja, ihr habt es in der Timelapse gesehen. Wir haben jetzt hier einen wunderschönen Minecart-Fahrstuhl, um nach ganz oben zu kommen. Wir haben ja davor das Bedrock zerstört. Und jetzt haben wir hier so eine kleine Base. Einfach nur so eine Notfallbase. Hier kann man im Prinzip dann durch und ab nach unten. Hier haben wir nochmal eine Ender-Chest, dass falls wir mal hier sterben sollten und wir irgendwas aus der Ender-Chest brauchen, wir hier auch direkt rangehen können. Außerdem habe ich hier eine Lytra gebunkert und Feuerwerksraketen, um im Prinzip auch, wenn wir gestorben sind, hier ordentlich runterzuspringen, ohne viel Zeit verschwenden zu müssen. Und ich habe auch Essen hier. Ja, und das Problem hier habe ich einfach mit einer Leiter gelöst. Hier kann man jetzt hochgehen, macht hier oben die Trapdoor auf und dann ist man außerhalb des Nethers. Dann kommt man halt hier an, kann hier einfach Falltür aufmachen, springen, Falltür zu und dann einfach ganz entspannt runter zu der Base fliegen. Und hier haben wir dann die Farm. Sowie unten halt unser Sortiersystem. Ja, und ich sag ja, diese XP, die hierbei zusammenkommen, sind einfach fucking insane. Nächste Folge machen wir uns dann diesmal wirklich daran, endlich mal allen Stuff, also die Schalker, die noch im End sind, allen Stuff zusammen an einen Ort zu bringen. Und vielleicht, je nachdem wie lange das dauert, fangen wir schon an mit dem Villager-System, weiß ich, wie ich es nennen soll. Und irgendwann in kommender Zeit werden wir dann natürlich auch die Wither Skulls benutzen. Ich hab's in dem letzten Wither Fight Video angekündigt. Glaubt ihr, wir schaffen es mit 5 Wither aufzunehmen? Ich bin sogar der Meinung, aber da muss ich mal gucken, wie es in dem Video läuft. Ich bin der Meinung, wir würden es sogar schaffen, wenn wir uns Tränke brauen, uns vorbereiten, Goldäpfel haben ohne Ende, Wiederbelebungstotems, hier die Dinger. Wenn wir das alles haben, können wir es mit Sicherheit, mit 100%iger Sicherheit, auch mit 10 Withern gleichzeitig aufnehmen. Es ist einfach fucking insane. Anders kann man sich sagen. Es ist wirklich einfach insane. Vor allem, ich stehe hier und ich kann einfach durchgehend auf diese Skelette einschlagen und habe selten Momente wie jetzt, wo ich halt gar nicht schlagen kann. Aber eigentlich kann ich durchgehend hier mit Mobs hitten. Naja, Leute, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal um 17 Uhr in 3 Tagen wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde.